Ja, vielen Dank, Herr Drescher, für die Einladung, für die Einführung, für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Und ich versuche, direkt in medias res zu gehen. Frau Angermann hat vorher gesagt, das sei der zweite Blick, und den traue ich mich auch sozusagen zu machen, einen zweiten Blick nochmal auf ein Thema zu werfen, das mich in den letzten 30 Jahren doch sehr stark beschäftigt hat, nämlich das Thema der Typenbauten und der seriellen Architektur und der Plattenbauten, der sogenannten Plattenbauten. Der Begriff mit der Serienarchitektur ist ein Leihbegriff von Kollegen aus ECOMOS Schweiz, die mit dem Thema System und Serien Forschungsprojekt angefangen haben vor einigen Jahren. Und in diesem dem Thema der Typisierung versuchen, auf den Grund zu gehen. Und das zentrale Anliegen dabei ist, zum einen nochmal neue Wege der Inventarisation auszuloten, nämlich zu sagen, wir versuchen zunächst mal ein Gesamtinventar zu erheben und nicht sozusagen die wertvollen Denkmalwerten, besonders wertvollen Teile zu definieren. Und zum Zweiten kümmert uns vor allem auch, und deshalb dieses Gesamtinventar, die Frage, wie lassen sich diese Objekte erhalten, wie lassen sie sich pflegen und wie lässt sich das umsetzen. Das finde ich einen sehr bemerkenswerten Beitrag, weil er sozusagen zwar auch noch mit einem Zwei-Stufen-Praxis arbeitet, nämlich der Erfassungs- und der Bewertungsstufe, aber im Grunde genommen sagt, man kann eigentlich nur erfassen und bewerten, wenn man einen vollständigen Überblick hat und nicht aus der Auswahl heraus argumentiert. Und zum Zweiten sozusagen in der Erfassung schon die Frage doch nach der Erhaltbarkeit, nach der zweiten Stufe im Grunde genommen stellt. Und damit hat es ja auch Rückwirkungen auf die Kriterienbildung. Jetzt würde ich gerne, wenn das geht, diesen Stuhl etwas näher rücken. Damit ich einen Hauch einer Chance habe, das zu sehen, was Sie hinter mir, glaube ich, auf dem Bildschirm besser erkennen können. Die Hauptaspekte dieser Serienarchitektur sehen Sie hier nochmal in den drei Kategorien, die zusammengefasst sind. Es geht natürlich um das Thema der Erfassung, aber auch der Vermittlung und dann des Gebrauchs und der Umsetzung. Damit ist eigentlich ein anderer denkmalpflegerischer Zugang als der übliche gewählt worden, nämlich dass man diese Objekte wählt und im Grunde genommen schon erkennt, dass der Umstand, dass Serienarchitektur eigentlich auf massenhafte Fertigung angelegt ist, dass das der Auswahl in gewisser Weise entgegensteht oder herkömmlichen Auswahlkriterien und dass möglicherweise auch die Frage der Lösbarkeit der Erhaltung wesentliches Auswahlkriterium dafür ist. Alles in allem haben Sie damit einerseits die Voraussetzung geschaffen, um natürlich auswählen zu können, aber andererseits auch das Ziel verfolgt, die Umsetzung und die Erhaltungsfähigkeit und die Ertüchtigungsfähigkeit gleich mit zu bedenken, bis hin zu der Frage, ob nicht möglicherweise exemplarische Beispiele der Erhaltung mindestens so wichtig sind. Wir haben heute Morgen gehört, wir erfassen sozusagen zunächst, dann sagen wir, das Problem kommt nachher, aber möglicherweise wäre ja die Gesellschaft auch daran interessiert, Problemlösungen kennenzulernen und nicht nur die Erhaltungsproblematik und die Abstufung kennenzulernen. Das heißt, das wird gleich mitgedacht. Ich würde mich im Unterschied zu dem Schweizer Thema nicht um Serienarchitektur generell kümmern, sondern sehr stark konzentrieren auf das, was man als Plattenbauarchitektur, Großtafelbauweise oder Ähnliches bezeichnet. Das heißt, es geht um geschosshohe Elemente, die als Wände, als Innenwände, als Treppenhäuser, gegebenenfalls auch als Balkonelemente zusammengesetzt sind und nicht um Montage, Skelettverfahren oder andere, natürlich ebenfalls seriell vorgefertigte Systeme. Und ich gehe damit schon über zu dem zweiten Thema, zur Frage der Schönheit und der Ästhetik, und würde dafür nehmen, als Ausgangspunkt wählen, die Debatte, die sogenannte Hoffmann-Axhelm-Vollmer-Debatte, die vor vielen Jahren die Denkmalpflege umgetrieben hat, weil sie sozusagen der Entstaatlichung der Denkmalpflege das Wort geredet hat und im Grunde genommen auch mehr oder weniger deutlich einer Reduzierung der Denkmalzahlen, wenn man sagte, die Gesellschaft kann das sich eigentlich gar nicht mehr leisten, diese enorme Anzahl von Objekten damit klarzukommen.
Und Hoffmann Axiom schrieb damals, es gibt kein unmittelbares Maß für den Denkmalwert als die Schönheit. Die Denkmalpflege ist dabei nicht wissenschaftlich und mehr demokratisch geworden, sondern sie hat mit ihrem Verhalten jetzt, ist sie steuerlos geworden, orientierungslos, ein Lumpensammler, wie er schreibt. Es ist, sie gut tut daran, wenn wir an einer Methodisierung arbeiten des Erhaltungswunsches, aber man darf nicht nur erfüllen findet, sondern erhält, was sinnvoll und vertretbar ist. Und mit dieser Einschränkung sozusagen der Schönheit als maßgebliches Kriterium oder sozusagen ästhetisches einführt, an dem sich die Denkmalpflege orientieren soll. Und in gewisser Weise nimmt es dann Antje Vollmer 3 Monate später nochmal in 12 Thesen auf und sagt, die Denkmalpflege sei nun nicht mehr Lumpensammler, aber sie hätte sozusagen eine Sammlerphilosophie, die sie verfolgt und nicht mehr eine Bewertungsphilosophie. Und es käme darauf an, genau zu überlegen, welche Denkmale weshalb überhaupt noch mitgeführt werden müssen in diesem in dem Inventar der Denkmalpflege und zu guter Letzt, es kann sein, dass less more ist. Es ist bezeichnend, dass wenn man nach konkreten Beispielen guckt, die Sie hier gesehen haben, dass sie sich alle nicht etwa in allen 16 Bundesländern befinden, sondern sie konzentrieren sich auf die sogenannten östlichen oder neuen Bundesländer. Das ist Peenemünde, Vogelrode, also das Kraftwerk Vogelrode, Oberschöneweide, Prora und es wird dann genannt als nächstes unter den Linden, die Plattenbauten unter den Linden. Nun sind es keine klassischen Plattenbauten, sondern sind eigentlich Skelettmontagekonstruktionen, teilweise mit Wandtonelementen. Aber der Auslöser sicher für die Bemerkung war damals die Diskussion um die polnische Botschaft, die ein Denkmal war, ebenso wie die ungarische Botschaft, ebenso wie alle dort befindlichen 60er-Jahre-Bauten der DDR sind Teil dieses Denkmalensembles. Und wir haben es heute Morgen schon gehört, von dieser ganzen Strecke des Wiederaufbaus, der zu dem prominentesten Abschnitt der DDR-Moderne im Grunde genommen zählte, weil sie alle führten zum Brandenburger Tor, war gesäumt von Ministerien und Botschaften. Davon sind gerade das Aeroflot-Gebäude und das Funktionsgebäude der Komischen Oper übrig geblieben. Man kann sich fragen, ob nach Schönheitsgesichtspunkten das, was jetzt an dessen Stelle tritt, anstelle der polnischen Botschaft, ob das dem, was dort stand, überlegen ist. Historisch kann man das auf jeden Fall sagen, wird es nicht der Fall sein. Das verrät bereits dieses Poster. Antje Vollmer hat damit und Hoffmann Axel haben so die Frage geschrieben, ist das Kunst oder kann das weg oder ist das schön oder kann das weg? Und im Grunde genommen hat es damals sozusagen eine Stimmung mitbedient und aufgegriffen, die vorherrschend war, nämlich dass man sagt, denn zumindest die Plattenbauten der 60er, 70er Jahre, von denen kann man sich verabschieden und sie kennen zahllose Beispiele, wo davon auch Gebrauch gemacht wurde. Die Denkmalpflege hat dem in gewisser Weise, glaube ich, darf ich zumindest aus der Berliner Erfahrung sagen, insofern Rechnung getragen, als wir natürlich auch gemerkt haben, dass die öffentliche Stimmung für nationale Tradition oder für traditionelle Nachkriegsbauten ungleich günstiger ist als die politische Stimmung für die 60er Jahre. Ich erinnere mich daran, dass der damalige Bausenator davon gesprochen hat, dass man den Landeskonservator aus der Stadt vertreiben müsse, weil wir die Sachen eingetragen hatten. Und es gab keinen Kultursenator, der gesagt hat, so haben wir das aber nicht gemeint, sondern hat es einfach so stehen lassen. Das Ergebnis dieser Bewegung war sowas, was man als Stigmatisierung der Platte bezeichnen kann. Sie finden jetzt eine ganze Reihe von Begriffen, die dafür verwendet werden und die heute ja teilweise noch im Gebrauch sind. Und ich habe heute Morgen in der Berliner Zeitung diesen Leserbrief gefunden, wo davon die Rede ist, dass der Plattenbau eben diskriminierend sei, obwohl das Bild, was Sie da sehen, es ist das denkmalgeschützte Rathaus und der Helene-Weigel-Platz ja keine schlechte Figur macht. Ich glaube, dass diese Frage der Schönheit kein gutes Auswahlkriterium ist und wie wir heute merken, und es ist ja hier auch schon angeklungen, unsere Schönheitsempfinden oder das Gesellschaftliche, auch das der Denkmalpfleger mit, das ist wandelbar und entwicklungsfähig und es ist ein sehr unsicherer Rat, wie wir wissen, dass jede Generation sozusagen immer wieder neu das definiert, was sie wertvoll findet und insofern auch schön, interessant, aufschlussreich, anregend findet und was sie glaubt, was sie sozusagen für sich selbst braucht und was sie auch den nächsten Generationen mitgeben muss. Ich komme zum Thema bequem oder unbequem. Man kann auch sagen, manchmal geht es vielleicht sogar um bequem, unbequem. Als Norbert Huse den Begriff 2000 und
1997 in der Veröffentlichung verwandt hat, war es im Grunde genommen tatsächlich noch so, dass viele Denkmale des Sozialismus, namentlich natürlich die Monumente, also die Gedenkstätten, die Gedenkzeichen, die großen Skulpturen, immer noch umstritten waren. Und manches erleben wir heute, erfährt sozusagen eine Art Wiederbelebung in der öffentlichen Debatte. Er nimmt damals die Berliner Mauer als Titelmotiv. Der Titel mit dem unbequemen Erbe hat es sogar zum Motto eines Tages des offenen Denkmals geschafft, anlässlich der 80-jährigen Wiederkehrung der Machtergreifung eigentlich und des Faschismus, aber ist dort mit einbezogen worden. Er ist später ausgeführt worden, Herr Zalewski wird sich daran erinnern, aufgegriffen worden in der Tagung über unbequeme Baudenkmale, die gemacht wurden. Und wir selber haben das GWZO, das Geisteswissenschaftliche Zentrum Ost- und Mitteleuropa und E-Commerce gemeinsam dann das schon etwas vorsichtiger formuliert und davon gesprochen, dass es um Aneignung und Ablehnung gehen kann. Und weil wir bemerkt haben, dass sich der Zug der Zeit und die Auffassung darüber wendet. Vielleicht war das Ahornblatt ein unbequemes Denkmal, als es abgerissen wurde. Es wurde zumindest so empfunden. Aber wichtiger ist vielleicht noch, die wahren Motive zu begreifen. Und die wahren Motive sieht man, glaube ich, auf diesem Bild, da ist es einfach überlagert. Und da geht es nicht um Ulrich Mütter, Schalenbauweise, da geht es nicht um Platte, da geht es nicht um DDR, da geht es auch nicht um den um das Modell des neuen Menschen, der durch eine neue Architektur hervorgebracht wird, sondern geht es um Masse. Da geht es einfach um Werte, da geht es um Immobilienwerte in einem innerstädtischen, zentralen Grundstück und da steht so ein Pavillon, da macht er eine wunderbare Figur, glaube ich, aber er lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, heute sind wir so weit, sogar sagen zu können, heute muss eher ein Kolonialdenkmal mit einem Angriff rechnen als ein sozialistisches Denkmal. Das Staatsratsgebäude in Berlin ist Sitz einer European School of Management and Technology. Die Berliner Mauer wird von manchen als Welterbekandidat ins Gespräch gebracht. Nicht nur ins Gespräch gebracht, sondern auf den Weg gebracht wird die Karl-Marx-Allee. Und zwar nicht nur der erste Bauabschnitt, den wir hier sehen, sondern auch der zweite Bauabschnitt. Und insofern ist, glaube ich, diese Diskussion ist zumindest im Bundesgebiet erledigt. Und man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht diesen alten roten Sockenkampagnen, die da gefahren werden von den Denkmalgegnern, dass man denen nicht aufsitzt, weil tatsächlich geht es im Wesentlichen mehr, glaube ich, darum, nicht diesen alten Schlagabtausch zu wiederholen, sondern einfach zu überlegen, wie kann ich sie erhalten, wie kann ich sie ein gesellschaftliches Verständnis dafür schaffen, welche technischen Möglichkeiten habe ich, wie kann ich sie energetisch stabilisieren, wie kann ich sie teilweise in den Details, in den Konstruktionen verbessern. Und manchmal muss man sagen, ist dieser politisch-ideologische Schlappaugtausch, der wird von beiden Seiten dazu benutzt, nicht mehr hinzugucken und nicht mehr die Probleme, die die Denkmalerhaltung stellt, tatsächlich anzugehen. Natürlich ist es in Deutschland wahrscheinlich eine besondere Situation. Es gibt in Osteuropa, in zahlreichen Ländern, in der Ukraine, aber auch in Belarus große Problemfälle, große Gefährdungsfälle von leerstehenden, verlassenen Denkmalen, die heute sozusagen als Abandoned Places dann auch durchs Netz kassieren. Und vielleicht der jüngste Fall ist dieses ehemalige Interhotel in Moldawien, in Chișinău, in der Hauptstadt, das leer steht und das eingetragen wurde vor 2 Jahren als Denkmal und das jetzt abgerissen werden soll, wogegen Aktionen laufen. Ein anderes Beispiel ist hier Buzlucha, das Buzlucha-Denkmal in Bulgarien, auf dem Balkan stehend, 1983 zur 90-Jahr-Feier der Sozialistischen Partei und zur 1300-Jahr-Feier Bulgariens, also eine ganz tolle Kombination, die dafür gewählt wurde, auf die Höhen gesetzt zur Erinnerung an diese beiden historischen Ereignisse, wo sozusagen die sozialistische Partei einerseits und die 1300-Jahr-Feier zusammengedacht wurden und es als eine Art Gedenkstätte oder Walhalla der Sozialistischen Partei später diente und alljährlich mit großem Festival versehen wurde. Dieses Gebäude stand nach wenigen Jahren schon leer, war funktionslos, war dem Vandalismus preisgegeben und war dann sozusagen einer der Geheimtipps für den
Alternativtourismus. Wer alternativ durch Bulgarien reiste, musste da unbedingt hin. Und man konnte hinten irgendwie durch die Keller verbotenerweise eindringen. Und dabei hat das Gebäude erheblichen Schaden genommen und ist zerstört worden. Aber auch da zeichnet sich ein Wandel ab. Das Gebäude wurde vor 4 Monaten als Denkmal eingetragen, was lange Zeit als unmöglich erachtet wurde. Es ist von der Getty Foundation mit über $250.000 gefördert worden, einen Managementplan zu machen. Und die TU München hat sich dran gemacht, die ersten Sicherungsmaßnahmen an den Mosaiken vorzunehmen. Ich erwähne das nur, um deutlich zu machen, dass selbst solche schwierigen Denkmale, die sozusagen als Rotten und Lost Places international Beachtung gefunden haben, dass sich da der Wind weht oder, wenn es sich staatlicherseits nicht tut, dann zumindest durch Initiativen Bürgerinnen, Bürger, Studenten, Jugendliche, Nachbarn, die sich darum kümmern. Das ist dieser positive Befund, kann man teilweise relativieren oder muss man relativieren, wenn ich das Beispiel der Stalinstätte nehme und das zusammenbringe mit Atrium. Atrium ist ein Verbund, der gebildet wurde, 2011 initiiert wurde, für das architektonische Erbe totalitärer Systeme des 20. Jahrhunderts in Südosteuropa und von der EU gefördert wurde. Konzentriert sich also im großen Maßstab im Grunde genommen auf Italien und auf Südosteuropa einschließlich Balkan, ist dann nach Ablauf dieses Projektes überführt worden in ein Netzwerk, in ein Städtenetzwerk 2013 und 2014 auch als Kulturroute offiziell anerkannt worden. Seitdem es Kulturroute ist und seit es die Segen eigentlich der EU hat und damit auch die Fördermittel hat und die Zertifizierung hat als Atrium, ist bemerkenswert, dass die Zahl der Teilnehmer an diesem Projekt gesunken ist. Und zwar ist sie deshalb gesunken, weil Voraussetzung für eine Beteiligung und für eine Station auf dem Kulturroutennetz ist, nicht, dass ich Bürgerinnen und Bürger habe, nicht, dass ich Museen habe, Gedenkstätten habe, die sich dafür interessieren, sondern ich brauche einen politischen Beschluss des Stadtparlaments oder des Oberbürgermeisters. Und es ist auffällig, dass seitdem die Zahlen zurückgehen, seit die Politiker sozusagen dafür zuständig sind und sich mit einklinken müssen. Und das gilt auch für Städte wie Eisenhüttenstadt. Es gilt aber auch, muss ich der Fairness halber dazu sagen, etwa für Kasanlak, das ist der Ort des Buzlucha-Denkmals, die sich sehr dafür engagieren, aber die sich wehren, dagegen zu machen. Man kann überlegen, womit hängt das zusammen? Es hängt damit zusammen, dass ein totalitärer Ort der Geschichte zu sein und sich dazu zu bekennen, zu dieser unrühmlichen Vergangenheit, dass es offenbar politisch sehr viel schwerer fällt, als zum Beispiel sich zu den Thrakergräbern, die als Welterbe eingetragen sind, oder zu einem Rosenfestival zu bekennen. Und was Eisenhüttenstadt daran hindert, habe ich noch nicht erschlossen, aber wahrscheinlich ist das ganz ähnlich wie anderswo. Ich kann nur raten, das ist die Plattform, um solche Orte, um solche Geschichten miteinander zu verknüpfen und zu kooperieren, sich auszutauschen, auch auszutauschen im Hinblick auf die Maßnahmen, wie man damit umgehen kann. Ich komme zum eigentlichen Anliegen. Das ist die Frage der Architektur als Ressource, davon ausgehend, dass Typenbauten eine wichtige Ressource darstellen, unabhängig davon, wie man sie im Einzelnen ästhetisch oder historisch bewertet. Und als Ausgang wähle ich die Ausstellung, die Muck Petzet kuratiert hat 2012, glaube ich, unter dem Motto Reduce, Reuse, Recycle auf der Biennale in Venedig, wo er versucht hat, eine Lanze dafür zu brechen, dass die Mechanismen und Kriterien der Abfallwirtschaft oder der Abfallvermeidungswirtschaft auf das Thema Bauen und Architektur übertragen werden. Und sein Plädoyer ist zu sagen, wir müssen auch die Nachkriegsarchitektur, wir müssen auch die Massenarchitektur, wir müssen auch das, was sozusagen teilweise nicht als Denkmal, teilweise nicht als erhaltenswertes, teilweise nicht als hochkarätiges Kulturgut gehandelt wird, wir müssen sehr viel sorgfältiger damit umgehen und versuchen, das zu erhalten und zu sehen, wie wir die Vermeidung durch Bauschutt
Produktion reduzieren bzw. vermeiden, wie wir sie weiter und wieder nutzen oder wie wir sie gegebenenfalls anverwandeln, aber sozusagen mit den Beständen operieren, auch dann, wenn sie uns im Augenblick ästhetisch oder kulturell weniger wertvoll erscheinen. Er führt es an verschiedenen Stellen aus, will ich nicht darauf eingehen, aber zu guter Letzt ist es sozusagen ein Plädoyer dafür, die Massenarchitektur, die gängigerweise etwas aus dem Blickfeld gerät, die ins Zentrum zu rücken und sagen, das wird ganz entscheidend dafür sein, dass wir die klimaneutrale Entwicklung, die wir anstreben, dass wir die umsetzen können. Es gibt ein zweites, das können Sie jetzt wahrscheinlich besser lesen als ich. Das ist die Frage des Betons als Klimakiller. Das ist allgemein mittlerweile bekannt. Herr Schellnhuber hat das, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hier nochmal in einem Interview für den Architekten ganz kurz auf den Punkt gebracht. Der Beton ist mit in der Bundesrepublik zwischen 3% und 5%, weltweit zwischen 8% und 10% verantwortlich für die Treibhausgase. Das ist doch ein beträchtlicher Prozentsatz, den man so zunächst mal gar nicht erwartet. Und Schuld daran ist erstens, dass bei dem chemischen Prozess Schadstoffe frei werden, dass durch die Erhitzung, die erforderlich ist, auf 1500 Grad weitere Schadstoffe frei werden und dass ich zum Dritten dann Sand und Wasser brauche. Und den Sand, den ich brauche, den gibt es zwar, wie wir glauben, wie Sand am Meer, aber genau den Sand kann ich nicht dafür verwenden, den am Meer, sondern ich brauche Bausand dafür und der muss irgendwo abgebaut werden und der ist mittlerweile rar. Das heißt, wir wissen, weiterzubauen in Beton, es wird weitergebaut werden, aber im Grunde genommen ist das Klima schädlich und verheerend. Daraus hilft auch der Versuch, mit Recyclingbeton darauf zu reagieren, im Grunde genommen deshalb nicht, weil wenn Sie den Beton zerschreddern und wiederverwenden als Granulat und wieder einsetzen, Sie wieder den Zement brauchen, um sozusagen diesen Recyclingbeton oder diese Recyclingstücke, um die wieder einzubinden. Sie brauchen auch das Wasser wieder. Und insofern ist das ein Irrweg. Wir lernen heute, dass es vielleicht einen klimaneutralen Treibstoff für den Flugzeugverkehr gibt, aber noch gibt es keinen klimaneutralen Beton oder gar zementfreien Beton. Dennoch ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich dem Thema zu widmen. Sie müssten jetzt in Gelb erkennen können, ein Interview mit Frau Scriver, die ist Sachverständige und Gutachterin gewesen für die UNO für verschiedene Klimaberichte, lehrt an der ETH in Lausanne und sagt, es kann schon sein, dass kulturell und ökologisch der Beton ein schlechter Baustoff ist. Aber der bestehende Bau ist das Beste, was wir haben. Er ist nämlich schon da und er bindet Energie und er muss erhalten werden. Er ist jedem Neubau, auch dem Nullenergie- oder Niedrigenergiehaus, überlegen. Wir müssen das zu erhalten. Das mag nicht jedermann zufriedenstellen, aber das ist die entscheidende Herausforderung, ist sozusagen den Bestand zu bewahren und zu nutzen und sich nicht von dem zu verabschieden unter Verwendung ästhetischer, sonstiger, kultureller oder sonstiger Werte, sondern wir brauchen im Grunde genommen den Beton nicht als Modell, sondern als Möglichkeit, mit den Ressourcen vernünftig umzugehen. Das bedeutet, dass so ein Abschied, wie wir ihn da hatten mit dem Abriss 1972 von 20 Jahre zuvor erbauten Betonbauten, dass das im Grunde genommen der Vergangenheit angehört. Wir können die Welt nicht jedes Mal als Tabula rasa sozusagen neu erfüllen. Und möglicherweise gilt Ähnliches natürlich auch für Bereiche wie hier in Eisenhüttenstadt und den anderen, wo wir einfach darüber nachdenken müssen, dass vielleicht nicht herkömmlich konservatorisch, aber ein wichtiger Beitrag zur Klimaneutralität daran besteht, diese Bestände ins Auge zu fassen und zu überlegen, wie sie erhalten, bewahrt, saniert, gegebenenfalls für neue Funktionen zugänglich gemacht werden können. In ähnliche Richtung läuft und argumentiert der Bericht Erbe, Bestand, Zukunft, den die Bundesstiftung Baukultur im vorigen Jahr herausgebracht hat, der auch im Internet zugänglich ist und der im Grunde genommen zu guter Letzt damit argumentiert, dass er sagt, wir müssen statt einer neuen Baukultur oder einer Neubaukultur eine Umbaukultur etablieren und müssen uns verabschieden von der Tabula Rasa
Baukultur. Also die sozusagen immer wieder jede Generation oder alle zwei Generationen alles neu erfindet und glaubt, dass das, was sie hinterlässt, dass man das sozusagen ohne Schaden wieder abräumen und wieder ersetzen und wieder neu bauen kann. Wir brauchen etwas, was bestandsorientiert ist. Und natürlich wissen wir, dass der Denkmalbestand vielleicht 3, vielleicht 5% des Bestandes ausmacht und nicht entscheidend ist zahlenmäßig, aber, und damit komme ich zum nächsten Punkt, er ist natürlich gesellschaftlich und kulturell wichtig, weil er könnte so etwas wie eine Leitbildfunktion eigentlich haben. Tatsächlich geht es ja bei der Denkmalpflege nicht darum, um zahlenmäßige Beiträge, sondern es geht um Identität, es geht um kulturelle Prägung und es geht auch um die Haltung zu der Welt, in die wir uns einrichten müssen und die wir nicht ständig neu erfinden können. Und das wäre, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, an die Denkmalpflege sich nicht immer nur über die 3 oder 5% zu verständigen, sondern zu überlegen, wie kann ich von den 3 oder 5% Modelle schaffen, die anwendungsfähig sind für die übrigen 97 bis 95%, dann hätte dieser Teil ebenfalls was davon. In die Richtung erstmals argumentiert hat, glaube ich, Walter Bunzmann, der war in den 80er Jahren Präsident der Architektenkammer in Hamburg, hat damals einen Artikel veröffentlicht, zunächst eine Rede gehalten, Denkmalpflege als Bauschule der Nation. Dann ist er verschiedentlich veröffentlicht worden und wir haben ihn dann auch nochmal in dem letzten E-Commerce-Heft wieder veröffentlicht und zugänglich gemacht, weil er im Grunde genommen die entscheidende Frage versucht zu formulieren, wie verhält sich Denkmalschutz und Denkmalpflege zur Altbausanierung? Sind es zwei getrennte Bereiche, die man sozusagen nebeneinander her existieren lässt, oder sind die miteinander verwoben? Und wir als Denkmalpfleger wissen natürlich, wenn es eine bestandsorientierte Baukultur, wenn es eine hochqualifizierte, handwerklich solide Kultur des Bauens, des Reparierens gibt, das nützt der Denkmalpflege. Und wenn die Denkmale eingebunden sind in den städtebaulichen Kontext, der stimmig ist, oder in ein Setting, wie das so schön genannt wird, das stimmig ist, dann ist auch die Denkmalerhaltung viel leichter zu machen, als wenn ich sozusagen ständig sich der Denkmalbestand quasi zur Wehr setzen muss gegen Bedrängnisse, die von außen kommen. Sein Argument ist in den 80er Jahren, dass er sagt, wir haben in den 80er Jahren von wir Architekten, wir das Handwerk, wir die Bauindustrie, haben von der Denkmalpflege gelernt, wie man mit Altbauten umgeht, wie man mit alten Hölzern umgeht, wie man mit alten Konstruktionen umgeht, wie man alte Materialien wiederverwendet, neu sogar produzieren kann, wie man alte Techniken verwendet. Und das ist sozusagen der schulbuchmäßige Charakter der Denkmalpflege. Die hat eine explorative Aufgabe und sie hat auch einen Vermittlungsauftrag. Und davon profitiert die ganze Baubranche. Und unsere Wertschätzung für den Altbau rührt unter anderem dahin, weil die Denkmalpflege uns gezeigt hat, wie das geht, wie man es machen kann. Sie hat Wertmaßstäbe gebildet, die bis heute von Bedeutung sind. Und damit komme ich, das Zeichen von Herrn Drieschler aufnehmend, sozusagen auch schon zum Schluss zur Frage der Plattenbauten. Sie haben hier die Supraporta über einem der Modellbauten in der Engelhardtstraße in Berlin 1952, 1953 gebaut, zur gleichen Zeit wie die Stalinallee, aber sozusagen als Plattenbau gebaut. Berlin hat nicht nur dieses Beispiel mit diesem wunderbaren Relief, sonst hat natürlich auch die ältesten Plattenbauten, die als Plattenbauten überhaupt in Deutschland erhalten sind. Das ist nicht oder nicht mehr Braunheim in Frankfurt mit dieser wunderbaren Ernst-May-Maschine, sondern die sind leider im Grunde genommen verbaut, verloren, verunstaltet worden. Aber in Berlin sind sie noch da. Wir haben wunderbare Beispiele natürlich, die Sie alle kennen, mit Denkmalen wie die Leninplatzanlage, Platz der Vereinten Nationen, Herr Raut hat es schon gezeigt, oder hier auch die Thälmann-Anlage oder auch die Wilhelmstraße. Wir sind vielleicht noch nicht auf dem Weg dazu, dass wir die Platte UNESCO-fähig gemacht hätten fürs Welterbe, wie es diese Skizze ja andeutet, aber die Platte
und der Umgang mit der Platte leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN und darin insbesondere zu Punkt 13 der Nachhaltigkeitsziele einer Klimaneutralität in nach Möglichkeit, wie wir wissen, 10, 20, 30 Jahren. Und dazu ist die sozialistische Moderne, glaube ich, ein Prüfstein. Es ist sozusagen der Lackmustest, ob uns das überhaupt gelingt, klimaneutral zu werden. Weil wenn wir das nicht schaffen bei den Plattenbauten, dann müssen wir nicht die Hoffnung haben, dass wir es anderswo leichter schaffen. Dankeschön.